Seid gegrüßt und ja, ich zeige euch heute, wie man eine Master-Substanz erhält in Final Fantasy 7. Und zwar ist es relativ einfach, und zwar muss man dazu, ganz einfach, wir machen das jetzt mit den grünen Substanzen, und zwar muss man von allen grünen mindestens eine auf Master haben. Das habe ich hier in dem Falle jetzt. Und das geht natürlich auch mit Rot, mit Blau, Lila, wie auch immer. Und mit den gelben geht das auch. Und das ist relativ einfach. Und zwar gehen wir dazu hier oben in das Planetarium. Da in Cosmocanyon. Und da wir jetzt die grüne nehmen, gehen wir auf die grüne Substanz zu. Und je nachdem, welche Farbe ihr wollt, da müsst ihr dann hingehen. Da dann auf näher herangehen. So. Genau, jetzt wird das hier kurz gesagt. Es blinkt kurz. Und hier Mischung, Zaubersubstanz. Genau, gesamte Zaubersubstanz der höchsten Stufe wird vermischt. Zaubersubstanz der höchsten Stufe verloren gegangen. Eine Substanz Masterzauber erhalten. Ist zwar ein geiles Deutsch, aber nun gut. Natürlich, wenn wir die Substanzenmischung vornehmen, machen wir das kurz. Dann passiert hier mal kurz was Cooles. So, bam. Leuchtet das hier mal ganz kurz alles weiß. Voila. Substanz Masterzauber erhalten. Genau, wir schauen mal, ob wir hier noch was anderes haben. Die roten haben wir auf keinen Fall noch nicht auf Master. Dazu fehlt eine Knife of the Round. Das haben wir noch nicht, Max. Wir gucken mal, ob wir die blauen Fläschchen haben, aber ich glaube, das haben wir auch noch nicht. Nein, das haben wir auch noch nicht. Schauen wir mal auf Gelb, ob wir hier vielleicht schon was auf Maximal haben. Feines können zählt nicht mit runter. Und hier haben wir anscheinend auch was. Super. Stehlen. Todesschlag, manipulieren und nachahmen. Masterbefehl. So. Ich bin ehrlich gesagt am überlegen, ob das wirklich sehr sinnvoll ist, was wir jetzt hier, ob wir das jetzt hier machen. Aber ja, wir machen es mal. Voilà. So, jetzt haben wir auch Masterbefehl. Und das Geile an den Substanzen ist, dass man alle Zauber hat. Wirklich alle. Alle, alle, alle. Genau. Und hier das Gleiche mit allen Befehlen. Eine geile Sache auf jeden Fall. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das zu bekommen. Und zwar ist es dadurch, indem man den Saphir-Weapon, das ist der, der unter Wasser ist, ausschaltet und dann zu den alten Mann in Kalm geht und da dann Item abgibt. Wie es genau heißt, weiß ich gerade nicht. Aber dazu kommt später auch noch ein Tutorial. Und das war's hier wieder von meiner Seite. Und ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen. Schaut euch mein Devil bzw. Fast AP Guide an. Link in der Beschreibung und ich werde es oben rechts auch nochmal verlinken. Und das war's von meiner Seite und haut rein.